Ich stehe heute an der Uferpromenade des Huangpu-Flusses vor der wunderschönen Skyline von Shanghai. Wir sehen hier drüben das mit den Bobbeln, das ist der Oriental Pearl Tower. Das große ist der Shanghai Tower und hier gibt es noch einen, den Namen weiß ich nicht, aber der sieht aus wie ein riesiger Flaschenöffner. Ich würde gerne meine Erfahrung teilen mit chinesischen Geschäftspartnern. Meine Top 3 Punkte, wie man idealerweise nicht übers Ohr gehauen wird. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich über die letzten Wochen in Konferenzen, in Networking-Terminen, auf der Messe natürlich versucht haben, Endkunden zu finden, die Peakboard kaufen, aber durchaus auch Multiplikatoren, die Peakboard in Projekten oder im Rahmen von einem Reselling eben mit zu einem Kunden bringen. Und da gibt es eben Dinge, auf die man achten muss, damit das nicht schief geht. Erstens, was ich unbedingt empfehlen würde, diese Leute direkt vor Ort in ihrem Büro zu besuchen. Wir waren zum Beispiel am Dienstag in Suzhou, das liegt in etwa anderthalb Autostunden westlich von Shanghai, um einen sehr, sehr spannenden Reselling-Partner dort zu besuchen. Das muss jetzt nicht unbedingt immer das fancy Büro sein, aber trotzdem muss das Büro, die Leute, die dort arbeiten, die Umgebung, das muss irgendwie plausibel zusammenpassen zu dem, was einem der Partner erzählt, wie dick er im Geschäft ist und so weiter. Wenn das nur ein fancy Büro, aber angemietet ist, ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Wenn es da von der Decke tropft, ist ein schlechtes Zeichen. Das muss irgendwie ein rundes Bild geben. Punkt 2, Verträge aushandeln. Schaumschläger haben Angst davor, Verträge zu unterschreiben. Auch wenn Verträge in China nicht so viel gelten wie bei uns in Deutschland, es ist trotzdem wichtig, zumindest zu versuchen, die Konditionen in dem Vertrag festzulegen. Und wenn jemand eigentlich keine Lust hat auf ein langfristiges Business und nur schnelles Geld sucht oder seinen Geschäftspartner sogar übers Ohr hauen will, dann hat er potenziell eine Abneigung dagegen, einen Vertrag auszuhandeln und zu unterschreiben. Ich würde also empfehlen, gleich spätestens zum zweiten Termin darauf zu pochen, tatsächlich einen Vertrag auszuarbeiten und den dann zu unterschreiben. Punkt 3, Exklusivität ist ein ganz heißes Thema. Jeder Reselling-Partner will natürlich unbedingt Exklusivität haben, weil ihm das einen Vorteil verschafft. Exklusivität gibt es nur bei Commitment und bei Erfolgen. Das heißt, ich würde mich niemals darauf einlassen, jemand Exklusivität zu geben, der nicht zuerst gezeigt hat, dass er das Ding verkaufen kann. Und erst, wenn er die Zahlen erfüllt, dann gibt es für das nächste Jahr oder für den nächsten Monat oder für die darauffolgende Zeit Exklusivität und keine Sekunde vorher. Das sind also die wichtigsten drei Sachen. Die Leute vor Ort besuchen, Verträge machen und Exklusivität nur bei Leistung und nicht vorher. Ich glaube, dann funktioniert das mit den chinesischen Geschäftspartnern.